Tja, warum denn nicht? Warum denn nicht mitten in der Nacht einfach dann doch nochmal ein Video aufnehmen von einem schönen Königsdrill? Ich teste gerade hier am Yama auf König und ich teste gerade, ob man das Ganze nicht ein bisschen mit Bremse zumachen kann. Also, ich bin hier schon eine Weile im Drill. Und habe hier jetzt diesmal ein Setup gewählt, was deutlich übertrieben ist. Was heißt deutlich? Es geht eigentlich. Klar, eine gute Route, eine echt gute Rolle auch schon drauf und 60 Kilo Schnur. Also ja, übertrieben. Und das Ganze jetzt gerade hier so mit Bremse zu. Und zwar immer dann, wenn er so ein bisschen Gas geben wollte. Es ist sehr tricky, gerade anfangs, wenn die richtig abgehen und eskalieren. Und dann kommen halt zwischendurch so Kopfschläge und so Sachen. Und dann kann man einfach mal zwischendurch zack kurz runter machen. Also die Bremse dicht. Und dann hört er auf einmal auf mit seinem Kopfschlag. War ganz angenehm. Ich glaube, er wird jetzt schon langsam müde. Er kommt auch schon deutlich näher. Also ein relativ kurzer Drill. Auf Setup gehen wir gleich nochmal ein. Gucken wir gleich mal, wie das so aussieht. Und von wo ich geworfen habe, das ist gerade der zweite. Am letzten Tag hatte ich auch schon gerade einen dran. Und das ist jetzt, wie gesagt, der zweite König. Beide an der gleichen Stelle gefangen. Nicht auf dem 200er-Spot, sondern direkt am Camp. Das ist quasi die Stelle, wo ich immer wieder auch die Königseinschläge habe, ungewollt. Und da gehen die tatsächlich auch gerade ganz gut rein. Ich bin gespannt, wie viel der hat. Ich habe natürlich jetzt hier mit dem Setup noch gar keine Königserfahrung. Bin also jetzt übelst gespannt, wie viel der denn jetzt hier auf die Waage bringt. Der letzte lag bei 15 Kilo, das war dann ganz angenehm. Es war allerdings auf 15 Kilo Fluoro-Komplettschnur. Und bei 15 Kilo Fluoro-Komplett war natürlich dann dementsprechend auch der gesamte Tag kaputt. Was heißt der gesamte? Ungefähr der halbe Tag war kaputt. Genau, Nachmittagsstunden bis dann abends, dann wurde es irgendwann langsam dunkel. Und dann war auch Sense. So, jetzt machen wir mal wieder dicht. Denn jetzt soll er nicht mehr abhauen und eskalieren. Und was das Ganze halt gefährlich macht, das sind eben diese Kopfschläge und die schnellen Bewegungen. Das macht das halt mies. Und ich überlege, ob ich jetzt nicht gleich nochmal die Rolle wechsle. Jetzt bin ich nämlich, wie gesagt, hier gerade mit der Overlord. So, jetzt kurz vorm Anheben mache ich nochmal lieber auf. Ich bin gespannt. Na guck mal, 17, fast 18 Kilo. Das ging doch erstaunlich gut. Ja, sehr schnell auf jeden Fall und hat ziemlich gut funktioniert, eben auch mit Bremse zumachen. Und ich renne direkt mal wieder zurück zum Spot und dann gucken wir gleich nochmal eben kurz das Setup an. Mal sehen, was denn da jetzt noch so drauf geht. Und ob hier vielleicht sogar noch einer reinsteigt. Das Ganze schön auf Jig. Und wie gesagt, hier immer an der Stelle die, ja, ich sag mal, doch eigentlich klassisch auch ist. Ne? Hier vorne. Für mich ist es echt die Stelle, die ich eigentlich immer am Anfang auch teste als erstes. Und leider gehen halt hier auch immer mal wieder die Könige rein. So, wir lassen erstmal die Bremse offen, gucken gerade mal eben noch auf Setup. Ich bin hier natürlich mit der Ultima, mit dem großen, schweren Gerät unterwegs, wenn wir hier die dicken Brocken haben wollen. Und ich bin mit der Overlord unterwegs. Das ist vielleicht ein bisschen unüblich, aber ja, kann man natürlich auch ganz gut verwenden. Geflochtene Schnur jetzt hier drauf. Gerade nochmal reingucken, das war jetzt gerade, ich glaube, 0,1 Rollenbremse. Kaum Verschleiß. Ja, kaum Verschleiß ist hier gerade drauf. 60 Kilo geflochtene Schnur, 280 Meter. Und das Ganze hier wird gejiggt, denn auf Jig stehen die Brocken gerade hier am Yama. Zumindest seit letzter Woche läuft Jig bei mir deutlich besser als Durchleiern und ähnliches. Also lockeres, flockiges Jiggen. Und ich bin echt gespannt, ob da gleich noch was Dickeres reingeht. Andererseits, ja, ich glaube, ich baue gleich nochmal um. Ich baller mir die Wenger drauf. Ich hätte das gerne mit einem richtig dicken Setup. Und wo ich dann auch weiß, okay, wenn ich gleich da die Bremse zumache. Ja, wobei, ob ich hier auf 80 gehen soll? Ist das übertrieben?
Ich glaube, das ist, ach, es ist komplett übertrieben, ne? Aber interessant wäre schon, ne? Quasi auf König zu angeln, wie mit der Welspumpe. Gucken wir mal eben kurz rein. Wo haben wir denn die Rollen gerade? Und vor allem eine, die noch einigermaßen fit ist. Bremse und Getriebe. Hier haben wir schon 10% drauf. Da haben wir 6%. Ja, die nehmen wir einfach mal. Zack. Also eine einigermaßen frische Wenger. 200 noch was. Ob dem das wurscht ist, ob ich jetzt hier mit 80 Kilo... Wir testen das einfach mal. Warum nicht? Einfach mal König komplett übertrieben beangeln und gucken, ob wir hier nicht die dicken Brocken mit dem dicken, fetten Setup rauskriegen. Ob das geht, ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Ich würde sagen, ich kurbel hier noch ein paar Runden und wenn da was reingeht, dann melde ich mich kurz. Wie gesagt, im Moment, ja, es ist mit normalen Spinnern hier normal reingegangen, dann hier auf den Königsköder reingegangen, auf dem Slimshot 15. Und dann ging hier gerade der eine und jetzt gerade hier der andere. Der Drill hat, wie gesagt, ein bisschen gedauert. Und der jetzt gerade, das ging noch ganz gut. Also, weiter testen. Vielleicht ballert ja noch einer rein. So, neuer Tag, neues Glück und ich teste weiter. Und heute nochmal mit dem übertriebenen Setup. Heißt also jetzt hier gerade auf 80 Kilo Schnur. Und das sollte hier der nächste Kandidat sein. Ich gehe einfach mal davon aus, diesmal jetzt, wie gesagt, ja, der zieht nochmal richtig ab. Diesmal jetzt nochmal auf dem ganz dicken Setup. Wir gehen mal hoch auf 29. Also, dickes, fettes Setup mit der 80er Schnur jetzt hier nochmal. Und jetzt holen wir ihn ran, den König. Ei, 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 ei. Also, so hat er schon mal wenig Chancen. Gegen die 32er Bremse. Fast 32. Und jetzt könnten wir ja theoretisch wieder zumachen. Bam. Das heißt, jetzt geht die Last auf den Haken. Jetzt ist die Last auf dem Haken. Das müsste jetzt das schwächste Glied im Setup sein. Ich gehe mal ein bisschen hoch, dass er weniger Chancen hat. So. Da hat das jetzt deutlich schwieriger. Man sieht es hier, na, man sieht es vielleicht auch nicht. Aber mein Energy-Balken geht saust nach unten. Zack, in den roten Bereich. Das kostet gerade richtig Power. Richtig, richtig Kraft. Aber er kommt hier einfach ran. Das ist natürlich jetzt der Hammer, ne? Ist ähnlich jetzt wie beim Weltangeln. Und in der Größe, keine Ahnung, wie groß der ist. Vielleicht hat er 15 Kilo oder so. Aber in der Größe überhaupt keine Chance der Brocken. Ja, guck mal hier. Aber ich muss auch sagen, deutlich angenehmer auf dem Setup jetzt hier gerade. Ich bin total konzentriert. Und da springt er raus. Alter. Deutlich angenehmer auf dem Setup natürlich als auf der Overlord. Macht schon vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Also, wie gesagt, deutlich entspannter hier. Man sieht es an der Actionbar unten. Bei der Overlord viel mehr im roten Bereich. Viel, ja, wobei es war ja auch die 60er Schnur, ne? Die dann da deutlich mehr unter Last stand. Und jetzt können wir hier, glaube ich, ganz gut den Brocken ranziehen. Das ist natürlich das Allergeilste, wenn das so klappt. Auf dem König. Ich bin sehr gespannt, wie groß der jetzt ist. Also vom Drill jetzt hier. Relativ einfach. Relativ einfach. Man muss es natürlich im Blick behalten. Ich würde ungern in den roten Bereich gehen. Ja, kommen wir aber, glaube ich, auch noch nicht so ganz. Aber ich bin trotz allem die ganze Zeit drauf gespannt und habe meine Hand am, mein Finger am Mausrad sofort runterstellen, sobald da irgendwie was passiert. Zu viel Kopfschläge. Aber noch geht es. Noch geht es. Abrisschance besteht natürlich. Ich gehe jetzt mal, mache jetzt mal auf und laufe jetzt mal eben hier ein bisschen rum. Also lieber nochmal ein bisschen aufmachen. Nicht, dass man dann durchs Laufen irgendwie gerade so eine komische Schwungbewegung hat. Und dann macht er in dem Moment noch eine Kopfbewegung.
Und das schwingt sich dann beides halt irgendwie auf. Theoretisch könnten wir wahrscheinlich auch rückwärts laufen, ne? Wir probieren das mal ein bisschen. Quasi wie beim Stör. Dadurch dann ranziehen. Ja, das klappt sogar ganz gut. Das klappt sogar ganz gut. Also, geschlossenes Dingen. Und dann ranpullen hier. Zack. Ich glaube, er kommt nicht weiter. Ich glaube, er kommt nicht weiter als bis, ja, Ende vom gelben Bereich. So. Ja, das ist natürlich cool. Das ist natürlich eine deutlich angenehmere Art und Weise, dann auf den König zu gehen, wenn er denn gerade da ist. Aber das hatte ich gestern halt auch noch getestet. Ich habe gestern nach den zwei Königen einfach keinen anderen mehr gehabt. Ne? Danach war vorbei. Das heißt, man versaut sich natürlich auch den kompletten Tag und die komplette Chance, überhaupt noch was zu fangen. Das ist natürlich jetzt der Hammer, ne? Also wenn man halt jetzt nur mit so einem Setup hier angelt, ist das natürlich nicht so geil eigentlich. Hier war es jetzt gerade sehr angenehm, relativ früh. Neuer Tag, neues Glück. Und da ging das natürlich jetzt gerade gut los. Die ersten Würfe, zack, war er da. So. Aber ist schon ganz geil. Muss ich sagen, das geht. Das kann man, glaube ich, so ganz gut machen. Et gut, et gut, et gut. Aufpassen. Wenn man das halt so ein bisschen kennt, gerade so vom Welsangeln, ne? Da kennt man das ja. Dann kann man das natürlich auch schön. Na, guck mal, es schwimmt da hier immer schön mit der Strömung auch. Bremse ist die ganze Zeit zu. Dann lübt das doch. So, Alter, komm ran hier. Ei, ei, ei. Und da kommt er, man sieht ihn schon so ein bisschen. Ich bin sehr gespannt aufs Gewicht. So, nochmal ein bisschen hochziehen. Er hält schön dagegen. Der ist natürlich jetzt gar nicht wirklich heftig ausgedrillt, ne? Also, wenn man das sonst überlegt, von der Drillzeit, wie lang die ja in so einem Drill sind und wie lang man eigentlich Action hat mit den Jungs hier, mit den Königen, dann ist das natürlich jetzt hier, keine Ahnung, 21,5 in wie vielen Minuten? 5 Minuten? Alter, das ist natürlich angenehm. 21,5er König. Schönes Dingen. Ja, also, so jetzt hier nochmal das Setup. Gucken wir nochmal kurz rein. Das ist ja jetzt hier quasi nochmal ein kurzer Einschieber. Und jetzt muss ich das gleich mit den Videos so ein bisschen zusammenschnibbeln von gestern und von heute. Also, das ist doch richtig schön. Auf dem 84 Kilo Setup. Ne? So jetzt hier auf der geschlossenen Wenga. Mit dem Haken hier. Das ist natürlich auch nochmal wichtig. Also der Slimshot 15 mit einem 2-0er Etalon-Haken. Die werden tragkraftsmäßig. Ich gucke nochmal, ob ich da irgendwie was habe. Ob ich da eine Info zu habe. Aber ich denke mal, das wird ausreichend sein. Vielleicht ist sogar noch nicht mal der Haken das schwächste Glied gewesen. Vielleicht war sogar die Schnur irgendwie doch noch mit am geringsten. Also, so kann man das machen. So macht das auch Bock. Schön, dass das nochmal so funktioniert hat. Und vor allem eben auch auf dem Setup. Und jetzt muss ich irgendwie gucken, wie ich die beiden Videos hier zusammentüdel. Also, Petri, ihr Lümmels, zieht raus die Könige. Testet doch auch mal hier, wenn ihr übertriebenes Setup habt, ob das nicht für euch auch funktioniert. Bei mir jetzt gerade wieder einfach nur mit Jig. Also rauswerfen. Und einfach so ein bisschen treiben lassen. Petri,
Wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs, freitags, 19 Uhr.